Okay, ihr Lieben, endlich ist es soweit nach all der Zeit. Wir haben jetzt wirklich auf diesem Kanal uns so lange mit dem Thema Godzilla Kong befasst, dass es wirklich dem einen oder anderen auch zu viel wurde, was ich nachvollziehen kann. Es wurde sehr viel in die Materie reingegangen. Wir haben Leaks besprochen, wir haben Gerüchte besprochen, wir haben gespoilert zum Teil. Und einige von euch haben sich auch aus der ganzen Nummer rausgehalten. Die wollten gar nicht gespoilert werden, deswegen auch ganz wichtig für euch. Diese Kritik hier wird komplett spoilerfrei sein. Ihr werdet hier nichts über den Film erfahren, was euch die Trailer nicht schon verraten haben. Und dabei beziehe ich mich wirklich nur auf Trailer 1 und Trailer 2. Ich werde sehr viel von den offiziellen Leaks, auch die wir von Warner bekommen haben, hierbei erstmal weglassen. Und ja, ich konnte den Film 2 Tage vor offiziellem Kinostart in München in der Pressevorführung gucken, dank dem lieben Andy von Screenfire. Und deswegen hier auch ein riesengroßes Dankeschön an dich, lieber Andy. Ich werde euch Screenfire den Kanal mal oben in der Infocard verlinken. Da müsst ihr auf jeden Fall draufklicken, das ist ganz wichtig, denn Andy und ich haben nach unserem Kinobesuch noch einen wirklich intensiven Podcast aufgenommen zum Thema Godzilla Kong. Wir haben über Godzilla Minus One noch ein bisschen gesprochen und das Ganze ist wirklich sehr interessant. Deswegen da auf jeden Fall mal vorbeischauen, den Andy auf jeden Fall supporten und ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du mir die Chance gegeben hast, da einfach mitzukommen. Deswegen würde ich sagen, wir palabern hier gar nicht allzu lange rum. Wir starten jetzt direkt mit der spoilerfreien Kritik zu Godzilla Kong: The New Empire. Viel Spaß! Okay, bevor wir jetzt mit der ganzen Nummer starten, will ich vorweggeben, dass meine Meinung, die ich zu dem Film habe, nicht dadurch beeinflusst wurde, dass ich eben schon so viel über den Film wusste. Das ist bei mir, ihr könnt mir das glauben oder auch nicht, das ist mir relativ egal, aber es ist wirklich so, dass mich Spoiler sehr wenig beeinflussen, nahezu überhaupt nicht beeinflussen, wenn ich die eben vorher kenne. Der Film muss es trotz allem schaffen, mir die Geschichte gut rüberzubringen. Und möglicherweise gibt es hier bestimmte Momente, die man dann doch hätte nicht kommen sehen, hätte man sich da nicht spoilern lassen. Aber wie gesagt, das hat bei mir relativ wenig Einfluss auf meine Kritik jetzt im Endeffekt. Wir werden hier den Film so sachte besprechen, dass ihr wirklich keine Angst haben müsst, in irgendeiner Hinsicht gespoilert zu werden. Wir haben am 10. April hier auf YouTube einen ganz großen Spoiler-Talk. Da könnt ihr dann auch wirklich alles rauslassen. Da könnt ihr auch dann spoilern. Ihr könnt sagen, ha, Tobi, du hast dich da geirrt, die Leaks waren falsch. Da könnt ihr euren ganzen Zorn einfach einmal freien Lauf lassen. Tut mir aber einen Gefallen. Hier unter dem Video, es erklärt sich eigentlich auch von alleine, wenn ich nicht spoiler, macht ihr das bitte auch nicht. Wenn wir das hinkriegen, ist alles cool. Ihr könnt mir trotz allem mal eure Bewertung zum Film unten in die Kommentare reinsetzen. Wir fangen jetzt an mit der Besprechung. Behaltet aber bitte immer im Hinterkopf, das ist gleich noch wichtig für meine Argumentation, dass der allererste Godzilla von 2014, also der erste Godzilla aus dem MonsterVerse, dass das mein Lieblings-Godzilla aus dem MonsterVerse ist. Ich brauche das gleich noch, um da ein bisschen drauf eingehen zu können. Denn, naja, der Film hat Stärken und auch Schwächen. Also Godzilla Kong, The New Empire, hat sowohl Stärken als auch Schwächen. Wir können schon mal eins jetzt ganz am Anfang vorwegnehmen und da muss ich mich selbst korrigieren. Ich habe ein ganz großes Video darüber gemacht, wo ich den Comic Godzilla Kong The Hunted kritisiert habe und dem eine Review geschenkt habe und bin darauf eingegangen, dass das Ende des Comics, der Godzilla-Geschichte, dass der angeblich direkt an den Film anknüpfen soll. Das hätte so keinen Sinn ergeben. Das macht Sinn. Sie haben es geschafft, dass das Sinn ergibt. Der Comic ergibt einen Anschlusssinn zum Film. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das heißt, es macht den Comic jetzt nicht zwingend besser. Man muss sich aber hier keine Gedanken darüber machen, dass man jetzt hier wieder einen ganz heftigen Fehler eingebaut hat, der irgendwie die Chronologie betrifft. Damit wir das schon mal aus der Welt geschafft haben und jetzt fangen wir an, über den Film zu sprechen. Godzilla Kong macht eine Sache vorweg extrem gut, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist und ich glaube, Andy würde mir da widersprechen, ey, ich kann euch wirklich nur unseren Podcast empfehlen. Das CGI in dem Film ist um einiges besser als das in Godzilla vs. Kong. Und ich habe da auch schon Kritiken gelesen von wegen, das Ganze ist CGI aus der Hölle und es wäre ja nur ein CGI-Gesmashe. Also das Erste, da muss ich widersprechen, CGI aus der Hölle, das ist Bullshit. Also da kann mir keiner erzählen, dass das schlechtes CGI ist, gerade was Kong angeht. Was sie mit seinen Haaren gemacht haben, die zum Teil wirklich auch zerzauselt aussehen, da gibt es wirklich Shots, wo ich mir gedacht habe, das sieht wirklich echt aus. Das haben sie sehr gut gemacht und es gibt auch spezielle Einstellungen von irgendwelchen Raumschiffen in der Hohlerde. Die kommen langsam an eine
an ein Avatar-Niveau ran. Ganz mit bewusst, also mit Bedacht jetzt. Ganz langsam auf jeden Fall. Das sieht wirklich gut aus. Auch die Hohlerde an sich ist natürlich alles CGI. Und diese Kritik mit von wegen, das ist alles CGI, die will ich hier gar nicht so viel aufgreifen, denn das sollte jedem klar sein, der die ersten Filme gesehen hat und der auch den Trailer dazu gesehen hat. Also wer jetzt noch aus dem Kino rausgeht und sagt, oh, das war aber viel CGI, da denke ich mir, ja gut, aber das war eigentlich von vornherein klar gewesen. Wichtig ist hierbei eben zu betrachten, wofür das Ganze benutzt wurde. Der Film ist ganz klar darauf aus, wir machen alles komplett digital und deswegen hauen wir jetzt hier auf die Kacke. Das ist eben ein riesiger Vorteil von CGI gegenüber praktischen Effekten. Versteht mich hier nicht falsch, ich liebe praktische Effekte. Wenn ihr mir die Wahl gibt, praktische Effekte oder CGI, immer Practical Effects definitiv. Man hat sich aber hier ganz bewusst dazu entschieden zu sagen, wir hauen jetzt hier richtig auf die Kacke und deswegen kann man das dem Film nur sehr schwer ankreiden. Deswegen zählt für mich auch nicht eine Kritik wie, ja, aber Godzilla Minus One hat das ja irgendwie auch besser gemacht, da war ja auch ein besserer Mix aus CGI und eben Practical Effects. Das ist, wie als würde ich sagen, ich will jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild malen und ihr würdet als Kritik sagen, ja, aber da gibt's auch andere, die haben schon ein Bild mit Farbe gemalt. Das geht ja anscheinend auch. War aber eben nicht die Intention dahinter, deswegen will ich die Kritik einfach so beiseite legen. Ja, das Ding ist CGI, es ist ein CGI-Mashup, es ist ein schönes CGI-Mashup, Mashup, ein schöner CGI-Film, der sich auch schon darin verliert, kreativ zu sein. Die Hohlerde haben wir so noch nie gesehen, wir bekommen hier neue Orte geliefert, die wunderschön aussehen. Für mich, also für meine Verhältnisse, ein bisschen zu bunt. Ihr wisst, ich mag das generell ein bisschen düster und realistischer. Davon können wir uns jetzt hier komplett verabschieden. Godzilla Kong führt das Monsterverse in die Marvel, ins Marvel-Universum ein. Nein, keine Angst, wir haben jetzt hier keine Post-Credit-Scene, wo Deadpool am Ende auftaucht. Aber der Film könnte im MCU spielen. Das macht sich bemerkbar durch den Look definitiv, durch das Pacing und auch durch den Humor. Und über das Letzte müssen wir ganz kurz sprechen. Der Humor hier, und ich bin da aber auch etwas spezieller, hat für mich hier gar nicht funktioniert. Das ist dieser typische Marvel-Humor, der Situationen nimmt, die wirklich zum Teil düster und heftig sind und die dann mit einem extrem dämlichen Witz kaputt machen. Nur für die Leute, die den Film vielleicht gesehen haben, die Baumsequenz. Es gibt eine Sequenz, wo ein Baum thematisiert wird und da passiert dann eben etwas eigentlich ziemlich Schreckliches. Und dann macht man da aber Witze draus. Und dieser Witz, der zieht sich eine ganze Weile. Und ich habe mir gedacht, das ist so, wie wenn so ein Comedian einen Witz raushaut. Und dann kann er aber diesen Witz nicht einfach beenden. Der wird dann als weitergemacht und weitergemacht, bis man sich halt irgendwie ja in so einer Art von Fremdscham schon verliert. Was uns auch zu einem der neuen Figuren bringt. Ich habe mir seinen Namen jetzt nicht gemerkt, aber ich werde ihn euch hier mal einblenden. Der hat sehr viel Lob bekommen. Komischerweise von den Zuschauern, der ist für mich der Jar Jar Binks des Monsterverse geworden. Also ich fand ihn in jeder Situation unangenehm. Sei es diese Popmusik, die dann irgendwie gehört werden muss, dieses Überdrehte, dieses... Er ist so der Franklin des Jurassic-Universums, der Franklin aus dem Jurassic-Universum, eben jetzt fürs Monster-Universum. Fand ich dann ein bisschen seltsam. An sich muss ich wirklich sagen, der Look des Films hat mir sehr gut gefallen. Der passt eben auch sehr gut zu dem, was wir davor gesehen haben aus Godzilla vs. Kong. Wir haben neue Figuren. Shimo, Scar King war ja bekannt gewesen. Davon hat mir Scar King sogar noch besser gefallen als Shimo. Ich verstehe jetzt auch, warum man Shimo wirklich so verheimlichen wollte. Da gibt es einen Grund dafür, den erzähle ich euch jetzt hier aber nicht. Da werden wir im Spoiler-Talk drüber quatschen. Scar King hat mir sehr gut gefallen. Die Agilität, die er wirklich hat, dieses schon düstere, dieses wirklich, er ist einfach nur böse. Das ist ein Klischee-Charakter, der einfach nur böse ist, weil er böse ist. Und da müsst ihr auch jetzt keine extrem tiefgründige Story erwarten, dass er vielleicht einen Grund hat, der Antagonist zu sein, weil, nee, der ist einfach ein Riesenarsch und das zeigt er auch immer wieder. Und der Film ist darauf bedacht, uns auch zu zeigen, ihr müsst ihn jetzt hassen. Und das schaffen sie ganz gut. Es gibt eine Szene, die auch wieder viel zu kurz kommt, in der sich Zukos Schicksal verändert, um das einfach jetzt mal hier spoilerfrei so in den Raum zu schmeißen. Die ist schon wirklich krass, weil die so aus dem Nichts kommt und die wird auch dann irgendwie so nebenbei liegen gelassen. Was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist einfach, aber es war wirklich so ein wow, okay, krass Moment gewesen. Und davon hat der Film leider nicht allzu viele. Ich hätte mir von Shimo generell mehr gewünscht. Ich dachte, dass das Tier um einiges pompöser rüberkommt als The Mother of Titans, als der Urtitan. Irgendwie nicht. Ich fand auch, dass die Macht von Shimo, die ist mal heftiger und mal weniger heftig, je nachdem, wie der Film das jetzt eben gerade braucht. Das war dann ein bisschen komisch. Und
an sich, ja, hat das dann doch ein relativ gutes, rundes Bild ergeben. Es ist ein kompletter Kong-Film. Das ist jetzt die Hiobsbotschaft vielleicht für einige von euch. Das ist ein Kong-Film und Godzilla darf mitspielen. Als Vergleich kann man hier bringen Captain America Civil War, wo auch ein Iron Man mitspielen durfte. Das ist ungefähr gleich, nur dass Godzilla hier noch weniger zu tun hat. Trotz allem macht der Film das relativ gut. Und Adam Wingard hat ja auch gemeint, er will die Hohlerde ein bisschen mehr beleuchten. Das machen sie auch. Und jetzt kommen wir zu einem ganz großen Knackpunkt an der Nummer. Origins war der Arbeitstitel. Der Ursprung. Es soll einen Flashback geben. Wir sollen erfahren, was früher passiert ist. Und wir erfahren das. Das wird im Film erzählt. Es nach dem Motto, kennt ihr das Motto Show, don't tell? Das ist so eine Weisheit aus der Film, generell aus dem Film, aus der Filmkunst. Zeig mir etwas, erzähl's mir nicht. Der Film ist sehr stark damit beschäftigt, uns Dinge zu erzählen. Durchgehetzt, das habe ich so lange nicht mehr erlebt. Das ist, also von dem Pacing her habe ich mich gefragt, warum muss der Film jetzt hier der zweitkürzeste der gesamten Reihe sein? Wir haben hier Geschichten, die erzählt werden, ohne Scheiß. Wir haben die Geschichte von Godzilla. Der hat quasi eine eigene Story im Hintergrund. Wir haben eine Geschichte über Gia, die ist im Hintergrund. Die ist so, also nicht mal im Hintergrund, die sind alle irgendwie im Hintergrund. Wir haben Kongs Geschichte, die ist ein bisschen weiter vorne, aber auch da gibt es einfach zum Teil Cuts, wo ich nicht verstanden habe, was soll das jetzt gerade? Wir sehen die Geschichte von Kong in der Hohlerde, dann gibt es einen Cut, dann sehen wir, wie Gia einfach in der Schule sitzt, nichts passiert, das Ganze geht ungefähr 10 Sekunden und dann gibt es wieder einen Cut zurück in die Hohlerde. Und ich dachte mir, warum musste man da jetzt kurz diese Schulszene mit einblenden? Der Film hat ein unfassbares Pacing-Problem. Es wird durchgehetzt, es gibt keine wirkliche Zeit, die Geschichte zu erklären. Wie gesagt, die gesamte Backstory wird einfach erklärt, während Rebecca Hall am Laufen ist. Wir haben keine Zeit, dass sie kurz stehen bleibt und uns die Geschichte erzählt, dass man sich darauf einlassen kann, weil die Geschichte muss vorangebracht werden. Und deswegen bleibe ich dabei, dass der Film, der fühlt sich zum Teil an wie Jurassic World Dominion. Und keine Angst, nein, der Film macht nicht das, was Jurassic World Dominion mit dem Jurassic-Universum gemacht hat, aber er hetzt einfach so durch und knallt uns sehr viele Titanen ins Bild in der Hoffnung, dass die Leute eben sagen, mehr will ich eben auch nicht sehen. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Vielen von euch wird so gehen, die sagen, finde ich geil. Es gibt sehr viele Titanenkämpfe, dadurch sind die aber auch sehr austauschbar. Dass jeder Kampf fühlt sich gleich an. Auch das große Finale ist dadurch einfach nur einer der vielen Kämpfe. Das muss man davor einfach gesagt haben. Ich glaube nicht, dass es da Leute gibt, die sagen, boah, das ist der krasseste Endkampf aller Zeiten. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht gewesen. Und generell das gesamte Durchhetzen. Es fühlt sich so an, als hätte dieser Film ein Drehbuch gehabt. Das war dann fertig. Und dann hätte Warner aber gesagt, okay, du darfst das so verfilmen. Aber dann bitte nur relativ kurz. Und es wurde im Voraus verkündet, dieser Film ist ein Film für eine neue Generation. Wir haben das so gedeutet, ey, das heißt, der Film wird wahrscheinlich so ein bisschen den Son of Kong näher bringen. Da werde ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ich glaube, dass die Aussage was anderes zu tun hatte oder zu bedeuten hatte. Der Film versucht, den Menschen so wenig Aufmerksamkeit wie möglich abzuverlangen. Ich hatte zum Teil das Gefühl gehabt, dass das ein Film ist, der für TikTok produziert wurde. Ihr könnt bestimmte Szenen, die gehen so schnell vorbei, dass man die gerade noch so zusammenfassen kann und als Shortclip auf TikTok hochladen kann. Ohne Mist, dieser Gedanke ist mir direkt beim ersten Mal schauen jetzt gekommen, dass es so auffällig schnell ist. Es gibt sogar Momente, wo hier ich habe den Namen wieder vergessen. Die Figur, die auch einen Podcast hat, den haben wir auch schon in Godzilla vs. Kong gekannt. Der redet einfach in bestimmten Szenen langsamer und in anderen einfach wieder ganz schnell, damit das alles ganz schnell vorbeigeht. So als würde man die versuchen, jetzt die Szene so schnell es geht abzudrehen. Das hat den Beigeschmack, dass man wirklich denkt, jede Szene hat jede Szene darf irgendwie nur so 15 Sekunden gehen. Übertrieben gesagt, ganz schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber das Pacing war hier, finde ich, wirklich ein Problem. Dadurch kommt der Film nicht wirklich in Fahrt. Und ich dachte mir auch, okay, vielleicht nimmt man jetzt aber so Vollgas, dass der Film dann irgendwo am Ende hin auf was Großes hinausläuft. Nein, nein, gar nicht. Das Ende ist sehr vorhersehbar. Ich will nicht darauf eingehen, was mit Shimo und Scar King dann irgendwie noch so passiert. Es gibt Kritiker, die erzählt haben, ja, ob es dann auch einen nächsten Teil gibt, weiß man nicht. Das ist falsch. Der Film baut definitiv eine neue Welt auf. Wir haben einen komplett neuen Ausgangspunkt. Und es werden zwei Weichen gestellt. Eine Weiche, das ist Kongs Weiche. Die wird Kong-Fans sehr freuen. Godzilla-Fans nicht so. Weil die Weiche, die für Godzilla gestellt wird,
Puh, da werden wir drüber diskutieren müssen. Im Live-Talk am 10. April. Das ist. Ey, ich bin niemand, der jetzt sagt, es darf nur Godzilla im Mittelpunkt stehen in Zukunft. Auf gar keinen Fall. Es gibt ja auch Kong-Fans. Aber das, was hier am Ende aufgebaut wird, das finde ich dann doch ein bisschen nicht respektlos mit der Figur, aber man tut so, als wäre die Geschichte vielleicht auserzählt von Godzilla. Der wird sehr stiefmütterlich behandelt. In Zukunft. Jetzt hier geht's einigermaßen noch, aber wie gesagt, die Weichen werden eben gestellt. Die Monsterkämpfe sind cool, das habe ich schon erwähnt gehabt, allerdings wie gesagt zu viele, dadurch eben auch sehr austauschbar. Der gesamte Plot, der hetzt sich eben sehr, das wäre ein Film, wo ich gesagt hätte, der hätte zwei Filme gebraucht. Wieso hat man das nicht dann irgendwie nochmal ein bisschen weiter gestreckt? Man bekommt quasi dann so die Mythologie der Mutter der Titanen in die Kamera reingesprochen, ganz schnell, wir haben ja keine Zeit, wir müssen uns ja beeilen. Und dann gibt es dann irgendwann dann so einen Cut, okay, Shimo ist jetzt da und dann geht's Schlag auf Schlag, das passiert, Film ist vorbei. Also, da muss ich wirklich sagen, da habe ich mir einfach mehr von erhofft. Da hat man wirklich jetzt wieder zu viel in so einen kurzen Film reingeknallt. Und das hat Godzilla vs. Kong wesentlich besser gemacht. Trotz allem muss ich sagen, im Endeffekt bin ich da relativ gut bei rausgekommen. Ich habe mich unterhalten gefühlt, ich habe gute Laune dabei gehabt. Ich habe jetzt auch nicht wesentlich mehr erwartet, aber das Pacing ist, glaube ich, bei mir der größte Faktor, wo ich gedacht habe, das ist mir zu krass. Da bin ich vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe dann dafür, wie eben auch schon gesagt wurde. Das ist wohl eine andere Zielgruppe. Ich mag es, wenn ein Film sich ein bisschen streckt. Wenn man jemanden hat wie ein Zack Snyder, der zum Beispiel auch sagt, ey, ich habe jetzt hier eine Vision für einen Film. Und dann geht der Film eben einfach mal 4 Stunden. Dann ist es halt so. Da kann das Studio nicht einfach sagen, ja, nee, mach halt mal 2 Stunden da draus. Und Godzilla Kong wäre ein Film gewesen, der hätte noch eine halbe Stunde länger locker verdient, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und ganz kurz noch, warum ich gesagt habe, dass es wichtig ist, dass ihr wisst, dass der erste Godzilla-Film von 2014 mein Lieblings-Godzilla-Monsterverse-Film ist. Die Kämpfe, die ich erwähnt habe in Godzilla Kong, die sich eben so generisch anfühlen, weil die halt keinen Aufbau haben. Die passieren Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Und das hat eben der erste Godzilla wesentlich besser gemacht. Man kann den Aufbau da zu lange finden. Ich bin der Meinung, dass wenn du nur Kämpfe hast, dann werden die Kämpfe irgendwann dann so ein bisschen austauschbar. Das ist aber auch nur meine Meinung. Das ist auf jeden Fall jetzt so mein komplett spoilerfreier Eindruck von der Nummer. Wie gesagt, schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Spoilerfrei, ganz wichtig. Und am 10. April, das Video ist sogar schon online, der Livestream, da könnt ihr schon mal draufklicken und die Glocke aktivieren, damit ihr es auch ja nicht verpasst. Dann wird diskutiert über den gesamten Film, über Szene für Szene, den gesamten Plot mal durchgegangen. Vielleicht bekomme ich sogar noch einen Überraschungsgast mit dazu. Wir gucken mal. Eine solide 6 von 10 Punkten. Hört sich vielleicht erstmal ein bisschen negativ an, ist aber im Endeffekt gar nicht mal so dramatisch. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.